erstmal gucken sowieso alle, wenn ein Motorrad kommt, weil das immer mit Geräusch irgendwie verbunden ist. Und dann gucken alle noch mal mehr, wenn Frauen drauf sitzen. Und es bricht eben dieses Klischee, Motorrad gleich Macho gleich Mann, irgendwie auch total auf. Die Leute gehen nach Hause und denken drüber nach und sagen, was war das denn? Wieso hat mich das jetzt so berührt? Ist das für mich vielleicht ungewöhnlich, Frauen auf dem Motorrad zu sehen? Warum? Mit dem Motorrad gegen stereotype Genderrollen. Zum 9. Mal führen Indy und ihre Mitstreiterin von den Dykes on Bikes die CSD-Parade in Hamburg an. Ihr Ziel? Lesbische Frauen sichtbar machen. Wir hatten eine Frau, die bei uns mitfahren wollte, die auch total nett war und immer gekommen ist. Und dann kam so der Moment CSD-Parade. Und dann sagte sie, ja, aber eigentlich kann ich das nicht, denn ich bin auf der Arbeit nicht geoutet. Und wenn mich jetzt jemand sieht und ich renne in eurer Kutte rum, das kann ich nicht. So weit bin ich noch nicht. Und dann mussten wir uns leider trennen, weil eben unser Hauptziel lesbische Sichtbarkeit ist. Und da müssen wir schon mit uns selbst so weit im Reinen sein, dass wir keine Angst haben, offen wenigstens auf dem CSD aufzutreten. Wer bei den Dykes on Bikes mitfahren will, muss sich ein Jahr lang als Anwärterin beweisen. Nur wer in die Gruppe passt und sich für die Belange der LGBTQI-Community einsetzt, wird zum Mitglied ernannt. Denn auch wenn sie sich als Charity-Organisation verstehen, orientiert sich der Verein an den Hierarchien traditioneller Motorradclubs. Vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg in Amerika gab es ja auch viele Frauen, die in der Armee das Motorradfahren gelernt hatten. Und die Armee war immer auch ein Anziehungspunkt auch für lesbische Frauen. Und die Historie, der Mythos sagt eben so, diese Dykes on Bikes haben eben nach dem Krieg auch ihre Motorräder behalten. Und bei diesen Razzien, die damals üblich waren in Schwulen- und Lesbencafés, eben auch oft eine Chance gehabt, so als Fluchthelfer nochmal auf dem Motorrad noch den einen oder anderen Drag mitzunehmen und dann vielleicht nochmal durch die Barrikaden abzuhauen. Der Legende nach führen die Dykes on Bikes seitdem weltweit die Paraden am Christopher Street Day an. In der Community haben sie sich so einen Namen gemacht. Unter fremden Bikern erregen sie nach wie vor Aufsehen. Und das ganz bewusst. Das Netteste war, dass einer mal sagte, ihr seid alle Lesben, aber ihr seid doch voll nett. Und das war so der Moment, wo wir gesagt haben, ja, genau so soll es sein. Also man kommt ins Gespräch und stellt fest, ja, das sind ganz normale Menschen und die essen auch gerne Currywurst und trinken auch gerne ein Bier oder einen Tee oder was auch immer. Das ist der Pride Award 2018 für Dykes on Bikes. Sensationell. Ihr Einsatz bleibt in der LGBTQI-Community nicht unbemerkt. Erst letztes Jahr haben sie den Hamburger Pride Award gewonnen. Und dennoch sind sie nicht ganz unumstritten. Viele erliegen eben diesem Klischee und diesem Rollenspiel und sagen, Frau auf dem Motorrad, die vielleicht auch dann jetzt so aussieht und die dann auch noch Präsidentin ist und ihre Mädels scheucht, das ist ja völlig, das ist ein männliches Rollenbild und das lehnen wir als solches ab. Und das ist in ihrer Argumentation ja irgendwie auch schlüssig. Aber wir denken, dann haben sie uns vielleicht falsch verstanden. Die Dykes sitzen selbst bei Gegenwind aufrecht. Und trotzdem schauen sie nicht ganz sorgenlos in die Zukunft. Es ist in unserer Partnerstadt St. Petersburg vor einiger Zeit eine lesbische Aktivistin erstochen worden. Es ist noch nicht so ganz klar, warum, aber es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass es eben aufgrund ihrer Aktivitäten geschehen ist, sage ich jetzt so, ohne es zu wissen. Die AfD stellt ja auch regelmäßig Anträge zur Aufhebung der Ehe für alle und zur Wiedereinführung von irgendwelchen komischen Paragraphen. Und deswegen ist es absolut wichtig, dass wir hier jedes Jahr mindestens einmal im Jahr stehen und sagen, so die Rechte, die wir hart erkämpft haben, geben wir nicht wieder her.